Wir kommen direkt zum nächsten Talent. Er sehr, sehr nett. Ich habe ihn eben kennengelernt. War direkt super sympathisch. Habe direkt im Arm gehabt. Riesenapplaus für Serdak Mutlu. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich heiße Sertaç Mutlu, bin 27 Jahre und komme aus Köln. Bin ein Köln-Jung, ne, und hab mir gedacht, komm mal hier hin, bringst du Leute mal ein bisschen zum Lachen. Meine Freunde sagen immer, bist lustiger Kerl, mach mal ein bisschen Spaß gehen, hab schon gut. Nein, Spaß beiseite, so viel zum Thema Klischee. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich heiße Sertaç Mutlu und der Name ist eigentlich total easy, oder? Sertaç Mutlu. Viele Leute machen es sich aber schwieriger, als es ist. Und auch bei Veranstaltungen habe ich immer das Problem. Letztens war es zum Beispiel so, da war ich bei einer Veranstaltung, eine Frau hat eine Liste in der Hand, geht die Namen durch. So, dann wollen wir mal, ne? Ömer Bulmuş. Hier. Lukas Bobula. Hier. Sanchez Moglu. Sanchez Moglu. Ja, wo ist er denn? Sanchez Moglu. Und in so einem Moment denke ich mir mal so, what the fuck? Sanchez Moglu, hört sich an wie ein spanischer Pornodarsteller. Hola, chica señorita. Hola, chica señorita. Mi amo Sanchez Moglu. Was noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass meine eigenen Landsleute meinen Namen auch nicht aussprechen können. Meine Türkischlehrerin hat mich 6 Jahre lang Serkan genannt. Serkan. Serkan, oh pardon. Serkan, fuck you. Fuck you. Naja, es gibt aber noch viele Sachen, die mir auf den Sack gehen. Es gibt aber auch Sachen, auf die ich wirklich viel Wert lege. Unter anderem ist Hilfsbereitschaft. Ne? Ich finde es wichtig, dass Leute hilfsbereit sind, sozial engagiert sind. Neulich wurde ich selbst auf die Probe gestellt. Ich habe das Smartphone von einem Typen gefunden. Was machst du? Ich habe mir gedacht, komm, gehst du hin, bin im Telefonbuch. Bei M unter Mama fündig geworden und hab angerufen. Ja, Markus, was denn los? Nein, hier ist nicht der Markus, hier ist der Sertaç. Der Markus, der hat sein Handy verloren. Könnten Sie ihm bitte Bescheid sagen, dass er sich so schnell wie möglich bei mir melden soll? Oh Gott, ja, mach ich, Markus. 20 Sekunden später klingelt das Telefon. Markus, jemand hat dein Handy gefunden. Dankeschön. Ich fand die Szene auf jeden Fall sehr süß, war wirklich sehr süß, aber sie war halt ein bisschen verpeilt und hat nicht gecheckt, worum es geht. Apropos checken und worum es geht, viele meiner deutschen Freunde sagen mir so, Sertaç, ich verstehe manchmal deine Landsleute nicht. Und es gibt den einen Typen, den verstehe ich auch nicht, und den kennen wir alle. Alle in diesem Raum kennen den, egal woher du kommst, Norden, Osten, Süden, Westen. Das ist der 0815-typische Dönermann. Ihr kennt den, oder? Hat hier immer seinen Tresen immer leicht nach vorne gebeugt. Schönen guten Abend, liebe Dame. Döner einpacken, musst du mitnehmen? Bis dato ist ja alles cool, du verstehst ihn. Aber dann geht es darum, was du drin haben willst. Und da baut er immer Scheiße. Was möchten Sie haben? Möchten Sie Tzatziki? Nee, Tzatziki nicht, bitte. Vertrage ich nicht. Okay, Tzatziki. Hopp. Möchten Sie Zwiebeln? Nee, das stinke ich immer. Okay, Zwiebeln. Hopp. Möchten Sie scharf? Nee, scharf doch nicht. Okay, scharf. Hopp. Alter, am Ende hast du was in der Hand, was du eigentlich gar nicht wolltest. Und genauso wie wir die Kommunikationsprobleme mit dem Dönermann haben, habe ich das gleiche Problem mit der Chinesen. Ja, das ist doch eine Kacke. Ich bin Chinesisch, ich kann auch nicht verstehen. So. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Nee, ohne Scheiß, ich verstehe Chinesen nicht. Und die verstehen auch mich nicht. Letztens war ich chinesisch essen und hab mir gedacht, okay, isst du mal gebratene Nudeln, setz mich hin und in dem Moment kommt schon die Bedienung und sagt dann, schönen guten Abend, schön zu, schön zu. Ich denk mir, cool, schön zu, schön zu. Nein, nein, schön zu, schön zu. Ach, sie haben schon zu. Ja, schön zu, schön zu. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, die Küche hat schon zu. Aber wir haben noch voll der lecker chinesische Bier. Was? Chinesischer Bier. Alter, chinesisches Bier, das ist genauso, wie wenn du zum Türken gehen würdest und der dir sagen würde, mein Freund, heute habe ich nicht Döner oder so, scheiß drauf. Heute habe ich für dich Käsespätzle.
mit Schweinshaxe und Knödel. Dazu noch ausgemachte Soße. Afetos und guten Appetit. Das war's von mir. Danke, Köln. Sertac Mutlu. Nightwash. Was ein Schambolzen. Sertac Mutlu.